Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal mobil, aber nicht mehr lange, denn ich suche mir jetzt auch bereits schon ein schönes Plätzchen, wo ich die Nacht über bleiben kann. Es wurde hin und wieder mal bemängelt, ich mache so wenig Overnighter. Ein Overnighter ist einfach eine Nacht irgendwo pennen und am nächsten Morgen wieder verschwinden. Das ist ein Overnighter. Dieser Begriff hat sich irgendwie in der Szene durchgesetzt und darum verwende ich ihn jetzt spaßeshalber doch einfach auch mal, damit wir dann wissen, was gemeint ist. Aber ich mache jetzt Folgendes, nämlich Gebrauchsanweisung, wie man im Wald schläft, in ausführlich, weil für Anfänger. Also wer noch nie eine Nacht im Wald verbracht hat und gerne wissen möchte, wie denn das geht, der kann dann hier jetzt in diesem Video bzw. in dieser Serie, das werden wahrscheinlich mehrere Teile, ich weiß noch nicht, wie ich das schneide, kann er dann alle Informationen kompakt an einem Ort finden, um eben rauszufinden, was man denn so beachten möchte, muss es relativ, aber vielleicht möchte, wenn man eine Nacht im Wald verbringen möchte und das zum ersten Mal. Ja, also so ein bisschen Ausrüstung, ein bisschen rechtliche Hintergründe, ein bisschen mögliche Gefahren, ein bisschen Platzsuche, bisschen, wie man da am nächsten Morgen wieder sinnvoll verschwindet. Das sind also alles so Themen, die da eine Rolle spielen, auch ein bisschen, was kann man da so essen. Und ich habe gleich fortgeschrittene Ausrüstung dabei. Ich hatte mir überlegt, mache ich das zuerst mal mit Einsteigerausrüstung. Das wäre natürlich auch gegangen, aber auf dem Wege kann ich euch dann das Zeug für die Einsteiger sowieso auch an den guten Gegenständen, in Anführungszeichen, erklären. Und dann seht ihr halt gleich mal, wo ist denn da noch Luft nach oben und wie schläft jemand im Wald, der das schon zigmal gemacht hat. Ja, aber zunächst einmal, bevor wir jetzt hier weiter auf irgendwelche Details eingehen, möchte ich noch kurz die Motivationsfrage klären, warum sollte man überhaupt im Wald schlafen? Also sollte man das überhaupt? Das ist durchaus meine berechtigte Frage für den Einstieg. Es besteht selbstverständlich keine Notwendigkeit, im Walde zu nächtigen, gar nicht. Ja, also wer da nicht sagt, das gibt mir irgendwas, der kann es auch schlicht und ergreifend sein lassen, weil, ja, muss nicht sein. Muss überhaupt nicht sein und man muss sich da auch nicht zu zwingen, unbedingt mal im Wald geschlafen zu haben. Das ist für den einen oder anderen von uns sicherlich eine begeisterungsfähige Bereicherung, nennen wir es mal so, aber muss überhaupt nicht sein. So. Und wer mit der Idee, einfach irgendwo im Walde zu pennen, jetzt erstmal Schwierigkeiten hat, für den sei gleich mal noch darauf hingewiesen, es gibt auch Trekking-Camps. Das sind auch Plätzchen mitten irgendwo im Wald. In Schleswig-Holstein gibt es auch sowas Ähnliches. Einfach mal googeln, Trekking Schleswig-Holstein. Ansonsten Trekking Schwarzwald, Trekking Pfalz, Trekking Eifel, Trekking Spessart und was es da sonst noch alles gibt. Aber das erfahrt ihr auf den jeweiligen Seiten. Da kann man für 10 Euro die Nacht bei einem richtigen Platz, wo man auch ein ausgewiesenes Plätzchen bekommt, mit einem Zelt wohlgemerkt, das kann man nämlich so im Wild im Wald nicht nächtigen und hat da auch die Möglichkeit, legal noch ein Feuerchen zu machen. Das ist also eine sehr, sehr, sehr tolle Möglichkeit zum Einstieg und auch später, wenn der Einstieg geglückt ist, immer noch eine sehr, sehr, sehr tolle Möglichkeit, eine Nacht im Wald zu verbringen. Ja, und dafür muss man dann auch erheblich weniger sich Gedanken machen um alle möglichen anderen Themen. Manches von dem, was ich jetzt im Folgenden erzählen werde, gilt aber auch da möglicherweise, zumindest in abgeschwächter Form. So, nochmal zur Motivation im Walde zu pennen. Das kann sein, einfach ein Abenteuer, schlicht und ergreifend. Einfach mal über den eigenen Tellerrand gucken, mal aus der eigenen Komfortzone rauskommen und mal was machen, was man noch nicht gemacht hat und mal ausprobieren, wie ist denn das, wenn man mal eine Nacht mit wenig Komfort der Zivilisation verbringt. Ja? Sicherlich eine Bereicherung für den einen oder anderen. Motivationsgrund Nummer zwei kann sein, dass man wirklich auch den Kontakt zur Natur sucht und diese besser kennenlernen möchte. Und da ist auch eine Nacht in derselbigen durchaus eine tolle Methode. Motivation 3 ist auch so ein bisschen einfach das reine Abenteuer, ohne jetzt einen besonderen Naturbezug, einfach, dass man mal den Mut erfinden möchte, sich selbst beweisen kann, dass man sich traut, eine Nacht im Walde zu pennen. Und Variante 4, du willst irgendwo hin, nachts wirst du müde und musst schlafen. Das ist ehrlich gesagt bei mir derzeit so der vorherrschende Grund. Und das war auch immer, ehrlich gesagt, so meine Hauptsache.
Hauptmotivation, weshalb ich angefangen habe, draußen zu pennen, weil ich musste halt irgendwo hin oder wollte wohin. Ja, und dann wurde es dunkel und ich wurde müde und dann wollte ich schlafen. Ja, und dann war es eine Notwendigkeit, hat schon immer keine größere Rolle gespielt als das, dass man dann halt eben auch schlafen muss. Und wie man das dann am besten gestaltet, mit welcher Ausrüstung, mit welchem Wissen, das hat sich dann im Laufe der Jahre nach und nach ergeben. Und auch heute, ehrlich gesagt, ich schlafe besser zu Hause. Ja, also dieses, oh, ich habe im Wald geschlafen, ich habe neue Erkenntnisse erlangt, was manche Leute haben. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung, das darf man ja gerne haben, das ist wunderbar sogar, sei jedem gegönnt, der sowas hat, das habe ich gar nicht. Ja. Ich penne im Wald und entdecke möglicherweise im Laufe der Nacht was Spannendes und dann war das ganz lustig, und aber daheim hätte ich definitiv besser und tiefer geschlafen. Also ich habe in der Natur nie einen besonders tiefen Schlaf. Nach vielen Tagen, wenn ich dann völlig am Eimer bin, dann ja irgendwann, aber sonst eigentlich nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal zu meinem Plätzchen und dann sprechen wir über die weiteren Themen. Und ich hoffe, ihr habt Lust und möglicherweise kennt ihr das Ganze auch schon, beziehungsweise wisst das alles schon. In dem Fall dürft ihr es euch selbstverständlich gern trotzdem angucken, aber notwendig ist es dann sicher nicht. So, also bis gleich. So. Da wären wir. Also ungefähr hier in diesem Waldstück wollen wir bleiben. Es handelt sich um Buchen-Eichen-Mischbestand mit inzwischen gar nicht mal mehr so viel Eichen, dafür entsprechend viel Buchen. Es sind noch ein paar andere Baumarten drin, vereinzelt hier und da mal ein Nadelbaum. Das Ganze sieht ganz gut aus. Hier, wo ich gerade hocke, ist ein bisschen Licht auf dem Waldboden. Das liegt daran, dass hier vor kurzem erst durchforstet worden ist. Also was heißt vor kurzem? Nein, vor 2 Jahren oder irgendwie sowas. Und generell können wir relativ weit gucken. Das halte ich für einen Anfängerschlafplatz, für eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass man eben was hat, wo man auch ein bisschen sieht, was so los ist im Walde. Dann sollte man rechtzeitig am Schlafplatz ankommen, um auch lange genug zu sehen, was so los ist im Walde, weil irgendwann ist es ja duster. Gleichzeitig sollte es nach Möglichkeit auch ein Platz sein, wo man selbst eben schön weit tief drin ist im Wald. Natürlich kann man sagen, für den Einstieg, wenn du irgendwo am Waldrand, dann bist du schnell wieder weg, wenn was sein sollte. Halte ich nichts von. Ich bin der Meinung, wenn schon, dann so ein bisschen auf dem Sprung ins kalte Wasser, in Anführungszeichen, dass man sich dann wirklich auch einen Platz mitten im Wald sucht. Je nachdem, was das für ein Waldgebiet ist, kann man da eh nicht allzu weit reinspazieren. In meinem Fall Schwarzwald, da geht das. Da kann man schon sehr, sehr weit in den Wald rein und ist dann tatsächlich mitten im Wald, wenn man dann da irgendwo ein schön abgelegenes Plätzchen finden möchte. Das ist nicht deswegen wichtig, weil die irgendwie schöner sind oder notwendiger sind oder sonst wie, sondern das ist deswegen wichtig, weil man für sich selbst dann das gute Gefühl haben kann, dass die Chance, dass hier jetzt jemand vorbeikommt im Laufe der Nacht, nahezu nicht existiert. Also das ist super, super, super unwahrscheinlich. So, zu solchen theoretischen Teilen gerne gleich noch mehr. Jetzt ist nur gerade folgende Situation. Es zieht hier zu und es würde wahrscheinlich demnächst anfangen zu regnen. Ich habe zwar Regenklamotten dabei und ich könnte auch bei Regen mein Lagerchen aufschlagen, aber das wäre natürlich ein bisschen unangenehm und darum machen wir jetzt Folgendes. Ich zeige euch dann nachher auch, warum ich den Platz gewählt habe, den ich jetzt gleich wähle. Aber fürs Erste lasst euch gesagt sein, ich glaube, ich möchte gerne zwischen diesem dicken Baum und diesem dicken Baum mein Lagerchen errichten, weil da sieht der Boden ziemlich eben aus. Das ist jetzt Folgendes wichtig. Selbst wenn man es eilig hat, sollte man da, wo man möglicherweise schlafen will, Testliege-Moment einrichten, weil sollte es jetzt hier doch erstaunlich steil sein und ein deutliches Gefälle herrschen, dann würde ich das jetzt hoffentlich merken. Ich merke aber nichts davon. Das heißt, hier ist gut. Das heißt, wir wollen jetzt hier unser Lager errichten und das wäre schon mal jetzt der erste wesentliche Schritt, dass wir das gefunden haben. So, haben wir jetzt festgestellt, da liegt man ganz gut. Dann auch noch mal eine Sache, die selbst wenn man es eilig hat, ja jetzt kommt der Wind,
die man auf jeden Fall noch machen müsste, wäre einmal kurz nach oben gucken. Hängen da tote Äste am Baum? Nein. Hängen da drüben tote Äste am Baum? Auch nicht. Ja. Und damit stelle ich die Kamera mal hin und baue mir schnell mal einen provisorischen Unterstand auf. Ich will ja jetzt noch gar nicht schlafen gehen. Ich will jetzt nur erstmal kurz vom Wetter geschützt sein, weil das geht hier jetzt jeden Moment los. Also zum Tarpaufbau gibt es auf YouTube 6 Milliarden Tutorials. Da dürft ihr euch auch sehr gerne noch irgendwas anderes angucken, wenn ihr mit dem, was ich hier mache, nicht ganz zufrieden seid. Meine Vorgehensweise ist üblicherweise so, dass ich mir da eigentlich immer Zeit lasse. Ich habe auch keine Schnüre schon vorinstalliert. Das kann man selbstverständlich auch alles schon machen vorher, dass man dann sagt, ich mache mir schon eine Schnüre an die Ecken ran von dem Ding. Dann sind sie schon dran, dann geht das alles schneller. Mache ich nicht. Ich habe die komplett ja, kahle Plane sozusagen und mache mir dann Schnüre immer nur da dran, wo ich sie haben möchte, weil ich halt individuell jedes Mal, wenn ich einen Tarp aufbaue, entscheide, wo will ich es denn hinhängen, wie will ich es heute hinhängen, wie ist jeweils das Wetter und so weiter. Und ich lasse mir Zeit und ich mache auch nach wie vor immer mal wieder so kleine Fehler. Ich hänge, dass dann meine Strippe zu lang ist, dass ich den Abstand zwischen den Bäumen ein bisschen falsch eingeschätzt habe. Zum Beispiel hier jetzt der Fall. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich natürlich verschiedene Tarps verwende. Mal dies, mal jenes. Die sind dann unterschiedlich lang, unterschiedlich groß. Und da habe ich das nicht immer ganz im Kopf, welches ich da gerade verwende. Aber da ich seltenst eilig habe und auch wenn das schlechte Wetter droht, was hier jetzt eben der Fall ist, dann macht man es lieber gemütlich und macht es richtig. Wie heißt die tolle Weisheit dazu? Schnell ist das Neue langsam oder sowas. Oder andersrum, nee, langsam ist das Neue schnell. So heißt das. Ja? Also da habe ich jetzt durchaus ausnahmsweise mal ein paar Problemchen mit der Strippe gehabt. Normalerweise sollte das flotter gehen, das geht bei den anderen Schnüren dann auch schneller. Man kann sich auch die Schnüre deutlich besser verpacken, in Anführungszeichen, dass die dann halt schneller zugriffsbereit sind. Und, was man da alles machen kann. Teilweise wird auch mit Expandern, also so Gummidingern gearbeitet. Die hängst dann einfach nur im Baum und hakst die in sich selber ein und hängst da dann deine fertige Strippe dran. Die Spannung kommt dann automatisch dadurch, dass das eben so ein Gummiding gewesen ist. Ne? Und da seht ihr, jetzt beim linken Baum passt es einigermaßen, aber rechts, da ist die Strippe natürlich noch viel zu lang. Da muss ich jetzt den Knoten nochmal aufmachen, nochmal deutlich verkürzen das Seil. Und dann nochmal einen neuen Knoten machen. Welchen Knoten ich da jeweils mache, das machen wir alles später. Jetzt geht es nur mal so um die grobe Sache. Ja, es kommt auch offensichtlich ein wenig Wind auf. Ist überhaupt nichts Dramatisches, aber muss man halt wissen, dass das halt eben auch passieren kann. Und man kann sich für die allererste Nacht im Wald ja durchaus auch einen Tag raussuchen, der halt mit Sicherheit bestes Wetter zu bieten hat. So, das ist so der Standardaufbau, das freischwebende Dach, wie ein Hausdach im Grunde geformt, nur halt eben freischwebend und ohne Wände. Und das heißt, jetzt muss man einfach nur noch die vier entstandenen äußeren Ecken jeweils leicht schräg nach hinten zur Seite abspannen. Ne? Und dann hat man das im Grunde auch schon. So, und da das nicht weiter groß erklärungsbedürftig ist, würde ich dann hier mal die Geschwindigkeit noch etwas erhöhen und dann seht ihr das ja gleich, wie das dann aussieht. Okay, jetzt hätten wir einen Unterschlupf. Im Fall, dass es jetzt also dann doch noch runter machen sollte, was es bisher ja tatsächlich doch noch nicht getan hat, wären wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich würde mich jetzt allerdings zum Quatschen trotzdem gemütlich woanders hinhocken und nicht direkt unter die Plane. Da schmeiße ich aber meinen Krempel noch schnell drunter.
Ja, da hat mir das Wetter ja eine kleine Rechnung, Strich durch die Rechnung gemacht, so rum. Erstens ist es viel dunkler, als ich jetzt erwartet hätte um diese Uhrzeit. Zweitens musste ich jetzt Tarp viel früher aufbauen, als ich geplant hätte und wollte da eigentlich noch mehr zu erzählen. Aber das macht ja nichts. Dann mache ich das einfach in achronologischer Reihenfolge und schneide das dann irgendwie anders zusammen. So in etwa, ne? Aber jedenfalls, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sprechen wir noch mal kurz über die rechtliche Situation des Draußenpennens. Viele Leute haben sich da wahrscheinlich noch nie Gedanken zu gemacht. Also für diejenigen, für die das tatsächlich neu ist. Andere, die mir schon länger folgen, hätten sich schon die ein oder andere Frage dazu durch den Kopf gehen lassen haben und sicherlich auch die eine oder andere Antwort möglicherweise auch schon recherchiert haben. Oh, jetzt geht's hier langsam wettertechnisch aber durchaus los. Folgendes, ja? Grundsätzlich gilt, was das Betreten des Waldes angeht, das ist zum Zwecke der Erholung erstmal gestattet. Punkt. Ja? Das ist überall in Deutschland so, sofern es sich gerade nicht um ein Schutzgebiet handelt. Schutzgebiete kommen später, das ist nochmal die große Ausnahme. Aber ansonsten dürfen wir in jedem Bundesland zum Zwecke der Erholung erstmal den Wald als solchen betreten. Das schließt auch das Recht, die Wege zu verlassen, mit ein. Und zwar normalerweise rund ums Jahr immer. Also man darf durchaus irgendwo vom Weg runtergehen, sich irgendwo auf eine Fläche, die einem gefällt, hocken und da darf man sich erstmal beliebig lange aufhalten, weil das dient ja dem Zwecke der Erholung. Was ja auch tatsächlich der Fall ist, wenn du irgendwo im Wald hockst und nicht viel tust, dann ist das meistens erholsam und man kann auch behaupten, man macht es auch aus genau diesem Grunde. Das ist ja durchaus auch realistisch und ich denke mal 99% der Fälle entspricht es vollkommen der Wahrheit. So, das heißt, das ist also schon mal wichtig. So, nächster Punkt. Schlafen ist Erholung. Ja, einige findige Waldjuristen haben irgendwann mal ausgetüftelt, dass eine Tätigkeit, die sehr stark, also vielleicht wenn am allermeisten der Erholung dient, nämlich Schlafen, dann ja wohl was ist, was dann wohl im Wald grundsätzlich mal nicht verboten sein kann, dass man, da man ja hundertprozentig den Zweck des Waldbetretens erfüllt, nämlich man erholt sich da. Ja, also Schlafen per se ist sicherlich schon mal nicht falsch. So, aber liest man jetzt in den jeweiligen Waldgesetzen, sei es im Bundeswaldgesetz oder im Landeswaldgesetzen weiter, dann kommen so ein paar Ausnahmen auf, nämlich darf man im Walde nämlich nicht zelten, zumindest nicht ohne vorher verschiedene Erlaubnisfragen gestellt zu haben und so weiter und so fort. Also wenn ihr nicht wisst, dass ihr explizit berechtigt seid, im Wald zu zelten, dann seid ihr es nicht. So, und das heißt, wenn wir also im Wald schlafen wollen, was wir per se erstmal dürfen, dürfen wir dabei nicht zelten. Das heißt, wenn wir uns einfach auf den Waldboden hauen und einpennen, ist alles super, kein Problem. Ne? Macht überhaupt nichts, insbesondere nicht für ein Mittagsschläfchen und so weiter und so fort. So, darum kommt jetzt unser Tarp ins Spiel, weil das Tarp ist ja nur eine einfache Plane, wie man ja gesehen hat, und eine einfache Plane, die zu allen Seiten 360 Grad offen ist, das kann man jetzt hier so ein bisschen erahnen, die ist jetzt per Definition, zumindest bei den meisten Leuten, die sich da Mühe geben, sowas mal zu definieren, nicht als Zelt anzusehen, weil ein Zelt ja mindestens mal eine geschlossene Umhüllung ist und häufig noch irgendein Tragesystem mitbringt. Ein Tragesystem hat ja eine einfache Plane, die man mit Schnüren zwischen den Baum hängt, so nicht. Insbesondere, wenn die Schnüre noch abnehmbar sind und man sie extra noch dran geknotet hat und so weiter und so fort. Also auch juristisch gesehen ist das so mit ein bisschen teilweise der Grund, weshalb ich jedes Mal mir das Ding von völlig von vorne aufbaue und jedes Mal die Schnüre neu dran knote und so weiter und so fort. Ja? Das ist juristisch gesehen mit großer Wahrscheinlichkeit dann kein Zelt, so wie ich das hier jetzt aufgebaut habe. Und damit ist es halt ein Dach, ist es halt eine Plane, die man zwar zwischen zwei Bäumen gespannt hat. Nirgendwo steht, dass man keine Plane zwischen zwei Bäumen spannen darf. Und es steht auch nirgendwo, dass man unter dieser Plane dann nicht sich genauso erholen darf wie im Rest des Waldes auch. So, das ist so ein bisschen tatsächlich der Casus Knacus, dass wir damit dann hergeleitet haben, weshalb eine Nacht im Walde unter einfach nur einer Plane tatsächlich wahrscheinlich okay ist. Wie man diese Plane aufbaut, das spielt sehr wohl eine Rolle. Es geht also nicht nur darum, dass eine Plane
Plane kein Zelt ist, sondern wenn man diese Plane zeltförmig aufbaut, also wirklich, dass sie in allem ein Zelt gleicht, wenn man dann auch Stangen installiert und irgendwelche Äste reinbaut und das Ding schön von allen Seiten dicht macht, dann zählt es als Zelt, völlig egal, ob es konstruktionsmäßig mal als Zelt gedacht war oder als Plane oder als was auch immer. Du hast dann ein Zelt gebaut. Du kannst ein Zelt ja aus beliebigen Materialien bauen, solange es im Endeffekt ein Zelt ist. Du kannst auch ein Holzzelt theoretisch bauen oder eine wasserdichte Holzhütte. Spätestens wenn sie wasserdicht ist, hat sie einen so großen Bauaufwand erfordert, dass sie juristisch wahrscheinlich auch eben ein Zelt gleichzusetzen ist. Darum ist das so ein bisschen wirklich so eine Grauzone und keiner kann das genau beantworten. Also niemand, ne? Außer ein Gericht müsste es irgendwann mal entscheiden, wenn es zu einer entsprechenden Klage käme. Aber das Gerichtsurteil von Gericht A wäre dann auch nicht unbedingt bindend für Gericht B. Das heißt, es bleibt jetzt erstmal, bis sich nicht dann irgendwann doch mal die Forstgesetzgebung darum kümmert, bleibt es einfach eine Grauzone. So, das heißt, im normalen Wald, unter normalen Bedingungen, alles kein Problem, kann man tatsächlich im Walde pennen. Nur halt eben nicht mit dem Zelt und Feuerle machen darf man nicht. Wichtig, wichtig, Feuerle machen darf man eigentlich fast nie. Ja, also da muss man wirklich ausdrücklich eine Genehmigung für haben oder eine offizielle Feuerstelle für verwenden. Oder es ist der eigene Wald in manchen Fällen oder in manchen Fällen, wenn man der Imker ist, der da in diesem Wald tätig ist und so weiter und so weiter. Also es gibt da ein paar Ausnahmen, aber wenn ihr nicht wisst, dass ihr eine dieser Ausnahmen habt und eine dieser Ausnahmen auf euch zutrifft, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie nicht auf euch zutrifft. Ja, ganz, ganz wichtig. So, dann Ausnahmen. Ja? Wann darf man denn nicht einfach so im Walde pennen, wie gerade beschrieben? Fall Nummer 1, Schutzgebiete. Und zwar alles, was wichtiger bzw. stärker geschützt ist als ein Landschaftsschutzgebiet. Das sind Naturschutzgebiete, Nationalparke, Naturdenkmäler, flächenhaftes Naturdenkmal, Biosphärenreservat, Biosphären, sonstiges Schutzgebiet, also so ziemlich alles, wo Biosphären dazu steht, davor steht ein Bannwald, ein Naturwaldreservat und die Kernzone eines Wasserschutzgebietes, sofern es ein Wasserschutzgebiet mit Kernzone überhaupt ist. Dann denkst nicht jedes Wasserschutzgebiet hat so eine Kernzone. So, und das müsste es mehr oder weniger tatsächlich auch gewesen sein. Alles andere, insbesondere der Naturpark oder ein Natura 2000 Gebiet oder ein Flora Fauna Habitat Gebiet oder ganz, ganz häufig, das kann man nämlich eigentlich als Waldbesucher weitestgehend ignorieren, das Landschaftsschutzgebiet, das ist alles egal, da gilt im Prinzip das gleiche wie in jedem normalen Wald auch. Meistens sind Flora Fauna Habitat Gebiete oder Natura 2000 Gebiete gleichzeitig noch Naturschutzgebiete, in dem Fall gilt Landesrecht das Landesrecht in dem Fall so, dass das Naturschutzgebiet wiederum ein Verlassen der Wege bzw. ein Lagern an sich verbietet und dann darf man es auch wieder nicht. Aber sollte es tatsächlich nur ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet sein, ohne dass Naturschutzgebiet drüber steht, dann darf man auch da zelten. So, wie findet man raus, was ist? Da geht man auf eine lustige Karte, die werde ich euch mal verlinken und auf dieser Karte guckt ihr, wo denn euer Gebiet, wo ihr euch gerade aufhaltet, sich drin befindet und was für ein Schutzstatus da drüber ist. Und das ist zwar jetzt immer noch nicht 100% rechtssicher, wenn ihr gerade auf der Grenze hockt, seid ihr jetzt schon drin, seid ihr jetzt schon nicht drin und so weiter und so fort, aber da könnt ihr euch grob orientieren, dass ihr eben nicht in einem der besagten strengen Schutzgebiete nächtigt. So, und neben den Schutzgebieten gibt es jetzt nochmal ein paar Ausnahmen, in denen man nicht im Walde nächtigen kann. Die eine ist Waldbrandgefahrenstufe 5. Da herrscht auch ein eingeschränktes Waldbetretungsrecht. Und außerdem, man möchte dann vielleicht bei Waldbrandgefahrenstufe 5 auch gar nicht unbedingt im Walde pennen. Das wäre schon sehr, sehr rücksichtsvoll und sehr verantwortungsvoll, wenn man dann sagt, nee, dann muss das nicht unbedingt sein. Ausnahmen nach Bundesländern. Von Nord nach Süd. Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein darfst du nach Einbruch der Nacht die Wege nicht mehr verlassen. Das bedeutet, du darfst dann logischerweise auch nicht abseits der Wege irgendwo pennen. Wenn du schon vor Einbruch der Nacht den Weg bereits verlassen hast,
dann ist das wahrscheinlich ein bisschen zu viel Klugscheißerei für juristische Verhältnisse und da wird wahrscheinlich jeder Richter, der dann beziehungsweise jede Person, die einen im Walde erwischt und dazu irgendwas befugt ist, einen des Waldes zu verweisen und Ähnlichem, auch keine Rücksicht drauf nehmen. Also da haben schon einige die schlaue Idee gehabt, ja, dann verlasse ich die Wege doch einfach vor Einbruch der Nacht und nicht nach Einbruch der Nacht. Nee, also so ist es schon, nicht ganz wörtlich auszulegen. Das ist schon so gemeint, dass du nach Einbruch der Nacht nicht auf den Wegen zu bleiben oder zu sein hast. Ja? Inklusive, du warst bis eben noch abseits der Wege, jetzt ist es Nacht geworden, dann sollst du zurück auf die Wege. Also so ist das zu interpretieren. Auf dem Weg selber könnte man dann theoretisch pennen, aber das ist super ungemütlich, würde ich nicht empfehlen wollen. Aber rein theoretisch würde das gehen. Ja, aber wer will das? Ne? Gleiche Situation, mehr oder weniger wirklich genauso gleich in Hessen. In Hessen ist allerdings nicht tatsächlich der Naturschutz schuld, in Schleswig-Holstein schon. Die haben da nur so wenig Wald, dass der nachts sich erholen soll und nachts nach Möglichkeit kaum noch jemand im Wald sein soll. Und wenn doch, dann zumindest mal auf den Wegen bleibend. In Hessen verstehe ich bis heute nicht, warum das da so ist. Schuld ist jedenfalls die Jagd. Kommt also aus der Jagd die Vorgabe, dass man da nach Einbruch der Nacht die Wege nicht verlassen darf. Aber stehen tut so trotzdem im Landesjagdgesetz von Hessen. Und was da drin steht, betrifft tatsächlich auch Nichtjäger, sofern ja, es thematisch Nichtjäger betrifft. Und da im Landesjagdgesetz eben drin steht, dass niemand und nicht nur nicht der Jäger, sondern einfach niemand nach Einbruch der Dunkelheit die Wege verlassen darf im hessischen Wald, bedeutet das halt, dass das auch der Tourist, der Waldbesucher, der Waldschläfer und so weiter und so fort auch nicht darf. Das gilt also auch in Hessen, wenn du auf der Straße oder auf dem Forstweg pennen möchtest, dann kannst du das tun, aber lustig ist das sicherlich nicht. So, und dann gibt es noch Bayern tatsächlich, das hätte man jetzt wahrscheinlich eher nicht vermutet. Da gibt es noch in einer Nebenverordnung zum Landeswaldgesetz den Hinweis, dass das Übernachten im Walde nicht gestattet ist. Ha? Und da das Übernachten jetzt egal wie man die Nacht verbringt, mit beinhaltet, sofern man nicht einfach die Nacht nur rumläuft, das dürfte man. Man dürfte auch abseits der Wege rumlaufen die gesamte Nacht, aber übernachten, das dürfte man nicht. Ja? Das weiß in Bayern kaum jemand und üblicherweise wird das nicht besonders streng verfolgt, dass das irgendwie in Bayern anders sein soll als in anderen Bundesländern. Aber stehen tut's da halt eben so in diesem lustigen Verordnungstext. So, ja, und das ist es dann aber im Grunde auch. Also wenn wir diese paar rechtlichen Hintergründe im Kopf behalten, dann sind wir entweder safe oder wissen dann zumindest, was auf uns zukommt, falls wir uns nicht korrekt verhalten. Wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, was kostet denn eine illegale Waldübernachtung, sprich zum Beispiel im Naturschutzgebiet. Das kann sehr, 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 sehr teuer werden. Da reden wir von ein paar tausend Euro, je nachdem, wie uneinsichtig man sich zeigt, je nachdem, ob man noch Feuerchen gemacht hat, je nachdem, wo ganz konkret man pennt man also unterm Baum, wo der Auerhahn drauf sitzt, dann wird es sehr, sehr teuer. Liegt man irgendwo am Rand von einer naturschutzfachlich völlig irrelevanten Fläche, dann kostet es meistens 45 Euro. Ansonsten Zelten im regulären Wald kostet meistens auch 45 Euro. Das ist so die Standard-Mahngebühr sozusagen. Sie haben Mist gebaut, sind sie mit einem Verwaltungskostenbeitrag und einer Verwarnung mit 45 Euro einverstanden. Ne? Und wenn man dann Ja sagt, dann bleibt es dabei und das sollte man auch tun, weil sonst kommen noch Verfahrenskosten dazu und Bearbeitungskosten und so weiter und so fort. Das eigentliche Bußgeld, das kann, wenn man Nein sagt, also nicht einverstanden ist mit 45 Euro, deutlich geringer ausfallen. Da gab es auch schon Fälle. Aber durch die ganzen Zusatzkosten und Verfahrenskosten und so weiter und so fort ist man dann locker mit einem Hunderter dabei, locker, gerne auch mal noch deutlich mehr, wenn dann im Verfahren festgestellt wird, dass man tatsächlich eben Schuld trägt, dass man sich uneinsichtig zeigt, weil man eben mit dem Verwarngeld nicht einverstanden ist und dann kann das durchaus ein paar hundert Euro kosten. In Naturschutzgebieten, wie gesagt, auch ein paar tausend Euro.
Ne? Das sind so ungefähr die Beträge, mit denen man zu rechnen hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da erwischt wird? Das hängt davon ab, wie gut man sich versteckt hat, beziehungsweise wie dicht bevölkert sozusagen der Wald ist, in dem man sich niedergelassen hat. Also irgendwo im tiefsten Schwarzwald sind die Chancen, entdeckt zu werden, quasi nicht existent. Im Stadtwald von, keine Ahnung, Frankfurt am Main stehen sie sehr, sehr gut, dass man da dann erwischt wird, ja? Und so weiter. Also das könnt ihr euch selber ungefähr ausrechnen. So viel zum Juristischen.